Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite, mal wieder im Solo, weil ich es kann, weil wir es erst früh 8.43 Uhr haben, alle anderen noch schlafen, meine Kinder sind bei ihrer Mutter und ja, ich habe Lust noch eine Folge aufzunehmen. Und ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles so sagen soll, wenn ich niemanden zum Quatschen habe. Ist halt alles ein bisschen seltsam und... Ja, wir versuchen jetzt die eine Aufgabe zu erledigen mit 500 Leuten überleben. Das heißt, wir halten uns soweit es geht aus jedem Kampf raus, außer es lässt sich nicht vermeiden. Entweder ich schaffe das jetzt oder ich schaffe es nicht. Wir können ja mal gucken, wie viel noch sind. 62 muss ich noch überleben. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Außer wir werden vorher weggesnackt. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir landen, rausspringen, hinfliegen, wie auch immer. Wie gesagt, so alleine ist es scheiße zu quatschen irgendwie. Ja. Keine Ahnung, was ich alles sagen soll. Deswegen warten wir jetzt, dass die Runde startet. Da ist er. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir rausjumpen. Beziehungsweise wo wir hinfliegen. Ich würde sagen, irgendwo hier hinten. Oder dort am Rand. Wo wir aber auch wieder ganz schnell weg können. Kommen. Ja, genau. Ja, ich weiß es nicht. Hier, komm, scheiß drauf. Raus und ab nach oben in der Karte. Dort sind Handlanger, das weiß ich. Wir landen dort bei dem Haus. Ich hoffe, dass da jetzt niemand landen möchte. Ich würde nämlich schon gern überleben wollen. Schaffen wir das bis dahin? Oh! Scheiße! Geh mal da rüber. Ja, gegen Strom schwimmen ist immer so eine Sache. Hehe! Wow! Wow, habe ich mir schon immer gewünscht, einfach nur ein paar Pistols. Aber hey, wir sind erstmal full Schild. So, immer schön Munitionskisten alles öffnen. Bringt alles XP. Da oben ist ja jetzt jemand gelandet. Ich weiß, hier ist noch ein oder zwei Kisten drin. Also ich möchte mindestens noch eine Pump haben. Farbe ist scheißegal, außer grau. Versteht sich von selbst. Nee, und die möchte ich nicht. Ich möchte schon eine taktische haben. So, das kommt. Dort dahin. Ich hab gesagt, außer Grau. Ja, scheiß drauf, ob das so eine eklige Pump ist, die nehmen wir mit. So, wo müssen wir hin? Das heißt, der da drüben, den werden wir auf jeden Fall sehen. Ich möchte halt versuchen, jedem Kampf aus dem Weg zu gehen.
Ernsthaft, mich hat gerade versucht, einer ab. Oh, leck mich doch! Kommst du hier hoch? Ach, leck mich doch, ey. Wisst ihr, da gehen wir jetzt hin, ja. So, das hast du davon. Wolltest dich mit mir anlegen? Lass mich hoch. Ich hasse diese Pump, die ich habe. Die braucht zu lange zum Nachladen und macht zwar gut Damage, aber trotzdem. Die ist scheiße. Ist noch eine Kiste, das oh, das ist noch eine große Munitionskiste. Die gönnen wir uns auch gleich. Hier komm. Vielleicht können wir dich ja noch aufwerten, was ich bezweifle. Das bezweifle ich ganz stark. Da liegt schon wieder ein Biggie rum. Den snacken wir uns natürlich auch. Da hinten ist noch eine Kiste. Hier drüber war noch die Kiste. Wir machen das jetzt einfach mal so hier, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, bis alles, bis die Zone hier auftaucht. Die gönnen wir uns noch, gibt wieder XP. Ja. Überall nur Crap-Waffen, was soll denn das? Was für ein Pech muss man denn haben? Da oben habe ich noch zwei Kisten, die auf meinem Weg liegen. Drückt mir bitte die Daumen, dass da mal was Ordentliches drin ist. Da ist nämlich eine und hier zwischen Baum und Stein ist eine. Mittlerweile kennt man ja hier alles auswendig wieder mal. Boah, ernsthaft. Wo? Ach, da oben. Nee, aber das ist eine XP-Kugel. Boah! Hier.
würde sagen, das hat sich gerade mal gelohnt hier. Ich feiere diese Waffe trotzdem noch nicht. Die ist totaler Abfuck für mich. Also, nee. Da ist jemand gestorben. Da pümmelt sogar noch jemand rum. Ja, den lassen wir mal. Ja. Da ist zwar gebaut. Was macht denn der dort? Scheiße, ich habe kein Holzbaumaterial mehr. Und das war vielleicht ein Fehler, den jetzt anzuschießen. Okay, hier ist alles gelootet. Wo auch immer der hin ist, der Dude. Ist mir egal, soll mich in Ruhe lassen. Die Baracke scheint auch schon gelootet zu sein. Aber wir sind gleich in der Zone. Das ist nice. Da können wir doch nochmal hier schon mal reinlunzen. Ja, hier war schon jemand. Oh wow, ernsthaft? Derjenige, der da drin war, war entweder ein totaler Trottel, blind auf der Augen, oder es war einfach nur ein Bot. Ich bin in der Zone, es leben noch 13. Das werde ich aber nicht überleben, weil ich keine Möglichkeit habe, mich voll zu healen. Oder doch. Aber hey, 3 Kills. Ich bin immer noch in der Zone. Aber gut, jetzt könnte ich mich auch so langsam sterben lassen, denn ich denke mal, ich habe die Aufgabe erreicht, erledigt, wie auch immer. Hier ist ja alles gelootet. Oh, yes.
Ich bin glücklich. Ich habe die taktische Pump. Komm schon. So einer bist du, ja? Na, wo ist er? Ärgern den mal ein bisschen. Ja, ich bin gleich down. Leider Gottes bin ich gleich down.
ne, die Pump habe ich noch gut. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Da hat sich meine Pump eingesammelt. Ja gut, vierter. Aufgabe abgeschlossen. Wir gucken uns kurz an, was wir da noch auswählen. War eine recht interessante Folge. Muss ich sagen. Und man kann sagen, was man will, der ist besser geworden in Fortnite. Auch im Solo. Wo ich früher immer 60, 50. Platz geworden bin, komme ich jetzt schon in die Top 10. Und das heißt was für mich in meinem Alter. So, du hast neues Upgrade freigeschalten. Ja, wir gehen zum Tresor. Hier. Da gucken wir mal rein. Oh, sogar Schal, Gesichtsbemalung. Die hat gar keine. Okay. Wo ist hier bitte schön eine... Ach, nee, komm. Das hübsche Gesicht wollen wir nicht verunstalten. Bestätigen. Und noch der Schal. Nee, komm, wir nehmen einen schwarzen Schal. Oder einen grünen? Nee. Was? Nee, komm, schwarzen Schal. Bestätigen. So, da haben wir alles. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.